Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Mit dem Skill Erste Liga erhältst du verschiedene Boni im Nahkampf. So richtest du mehr Schaden an. Außerdem besteht die Chance, dass du den Gegner entwaffnen und ein Körperteil zerkrüppelst. Zudem kannst du jeden Gegner treffen, der sich vor dir befindet. Gut zu wissen. Ja, wir sind hier wieder hier in Fallout 4. Nachdem wir in der letzten Folge nochmal ganz kurz im Vault 81 bisschen uns als Gastdozent versucht haben, sind wir jetzt hier gerade mittendrin im guten Wetter. Eigentlich wollte ich die Zeit ein bisschen tot sitzen, aber es hat leider nicht ganz geklappt. Kind des Atoms. What the hell? Also für eine feine Fälle, dass du mich gleich überrumpelt. Okay. Das Unwetter ist schon vorbei, das ist schon mal schön. Kind des Atoms. Das ist alles scheißegal, oder? Was schießt hier für Kanonen, sag mal? Gamma-Patronen. Oh. Holy shit. Macht ganz schön red. Habe ich schon mal ein bisschen was dagegen, ganz kurz. Wir können es ja Gott sei Dank gut gegenheilen. Ich weiß nicht, wer du bist. Darf ich auch mal sehen? Ach, du stehst draußen. Jedes Auge soll von seinem Ruhm erblinden. Du stehst draußen, was soll da? Na gut, wenn du hinterm Haus stehst, brauche ich ja bloß einmal ums Haus rumgehen, ne? Was ist denn das für eine Waffe, diese Gamma-Kanone? 810 Strahlungsschaden. Naja gut, das ist nicht gerade die beste Zielfunktion. Ich sehe dich nicht. Ja, das tut er sich wenig wie anscheinend, okay. Ich hab dich auch nicht im Wetz, ne?
Gott, bist du nervig. So viel Zeug musste ich ja noch seit Ewigkeit nicht verbrauchen. Warte, ich wollte das Bus zu Diamond City. Ich mache mir so eine Scheiße mit. Lange braune Lumpen der Kinder von dem Turm. Okay. Stell mich nicht auf die Probe, Ketzer. Ich werde dich finden. Du wirst gereinigt werden. Lass Atom. Okay, wir werden das einfach mal kurz aussitzen. Himmel. Ich wollte nur in Ruhe nach Diamond City gehen und nicht gleich im Krieg ausbrechen. Okay. Wenn ich eins gelernt habe, seid ihr krank. Atom sieht alle Ketzer. Du kannst dich nicht verstecken. Ich werde einfach warten, bis ich unsichtbar bin, also bis ich wieder nicht wieder im normalen Modus bin. Und dann werde ich sie einfach hinterrücks töten. Da hinten bist du irgendwo, okay. Ich krieg aber auch keinen Witz, ne? Was? Es kann doch nicht. Hinten bist du, okay. Nur der Wind. Nichts, das Atomszorn verdient hätte. Atomszorn, Alter, hallo? Überhaupt nicht krank, ne? Ich das Flüstern des Leuchtens? Nur Illusion. Sicher haben die Ungläubigen sie mir in den Kopf gesetzt. Genau so eine schlimme Sekte wie die Säulen der Erde. Oder die Säulen der Gesellschaft, das war ein paar Folgen der Fall war. Himmel. Grüne Lumpen der Kinder vom Atom. Das nehme ich dir.
Die Kanone brauche ich eigentlich nicht, weil davon habe ich jetzt mittlerweile zwei in der Tasche. Ihr kriegt's ja wieder. Ich behalte die eine, die ich habe. Damit bin ich eigentlich vollkommen zufrieden. So, ich wollte eigentlich nach Diamond City. Jetzt bin ich wieder. Wer bist du denn? Oh, ein Gunner-Rekrut. Oh. Danke, Kumpel. Oh, gut. Die Terbaret haben wir schon, haben wir es. Haben wir Uniform? Nö. Ich wollte mich auch hier bloß im Diner mal schnell umgucken. Was ist denn los bei euch hier, sag mal? Gibt es hier keinen Eingang? Ach doch, da ist die Tür. Süßkuchen, den werde ich garantiert nicht mitnehmen. Ofenhandschuhe. Na gut, mehr gibt es hier scheinbar nicht. So, wir werden uns jetzt noch mal ganz kurz. Das ist Stimpack. Was ist denn im Inventory? Ach, Minus und ist gleich. Okay, Minus ist Red Away. Red Away, okay, alles klar. So, sind wir wieder voll. Wait. Das eine Ding war gerade offen. Nebelagul gewesen. Atombunker für kleines Geld. Immer diese Propaganda-Werbung weggelaufen. So, wo ist unser Ziel? Diamond City. Wir wollen dahin. Also gehen wir es auch da lang. Ich wollte nichts Böses. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe Richtung Diamond City, ne? Dass ich jetzt hier gleich schon ins Kriegsgebiet komme mit einem Atomkommando. Ach ja, hier war ja die Katze, ne? Hier haben wir ja die Katze wieder nach Haus geschickt, sag ich mal. So, da ist die Polizeistation, da waren wir ja schon mal. Einsamer Kinderwagen. Wo geht's denn hier hin? U-Bahn-Station. Ach, komm mal schon. Ich tue mich immer schwer, mit sowas links liegen zu lassen. Aber eigentlich habe ich ja meine Aufgaben. Seite festgekettet. Tür zugekettet. Ich will gar nicht wissen, was hier unten rumpeuschen fleucht. Du zum Beispiel.
Immer schön nachladen. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Was ist denn der Shaka? Achso, diese komische. Sag mal, Hustenhaube. Raider. Ja, wenigstens mit Kippe gestorben, ne? Überfälliges Buch. Noch ein überfälliges Buch. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern die Bonds erzählen. Ja. Abgünster Filzhut. Da war ein Tafelmesser drin, in der Lunchbox. Okay. Cool. Den Pilz lassen wir mal weg. Noch ein Koffer. Erledigt, sehr schön. Aber eigentlich alles, was ich nicht brauche. Das Aluminium nehme ich mit, ansonsten. Ach, das ist auch ein Jet. Also die U-Bahn-Station ist nicht gerade groß, wie es aussieht, ne? Ach, da drin ist ein Red-Kacker-Lager. Noch einer drin. Das war mein Protektron, würde ich sagen. Aber sehr viel ist echt nicht, ne? Ich glaube, das Wichtigste war wirklich die zwei. War wirklich die zwei überfälligen Bücher. Mehr ist ja nicht. Ich könnte ja nicht mehr bauen, wenn ich wollen würde. Na ja, gut. Dann gehen wir wieder. War jetzt nicht gerade das Highlight des Tages, sag ich mal, aber man nimmt mit, was man kriegen kann. Zumindest weitestgehend. Naja. So, dann werden wir uns jetzt auf jeden Fall Richtung Diamond City begeben. Lang ist her, seit wir die Aufgabe bekommen haben. Und ewig heuer haben wir es nicht gemacht. Ich lasse mich halt sehr leicht von vielen anderen Punkten ablenken. Wie zum Beispiel diese U-Bahn-Station. Stimmt, ich muss aufpassen. Irgendwo hier im Umkreis war der. Ja, wobei noch. Okay, Auto.
Ich muss da drin sein. Das könnte ein Supermutantenhund sein, weil da sind so eine komischen Fleischsäcke. Ja, den lasse ich mal links liegen. Ich muss mich ja nicht mit allem anlegen. Beziehungsweise sollte ich besser nicht. Oh, Cricket. Gott sei Dank ist Cricket. Wenn sie in der Nähe ist, ist alles gut. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Naja, hey, naja. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Ja, das nicht, aber. Was du so hast. Oh, schön. Lass uns Scheiße bauen. Ja, okay, alles klar. Auf gut Glück, Knarre. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Das wäre eine 45er. Aber ich habe eine Waffe, die 45er Munition abschießt. Ich habe gar keine 45er rumgeschleppt. Oh, die kostet 3207. Das ist gerade mein ganzes Geld, ne? Oh, das wäre eigentlich eine geile legendäre Knarre. Hast du mehr Kunststuff? Nee. Chinesisches Offizierschwert, gezackt. Auch nicht schlecht. Selbstzielend optimiert. Okay. Die sieht auch ziemlich geil aus. Und hätte die Zellenvariante, die ich auch bräuchte. Macht natürlich viel mehr Schaden, ne? Obwohl, ne, macht weniger Schaden. Die Feuerrate ist ja. Ich muss sagen, diese auf gut Glück Knarre würde mich schon sehr reizen. Aber es ist nicht das, was ich suche. Sorry, Cricket. Ich weiß aber nicht, was. Im Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ich will ja auch alles töten. Okay. Töten will ich sowieso alles. Willkommen im Captain Wolf. Diamond City Sicherheit. Mahagoni Baseballschläger. Aluminium-Baseballschläger. Er hat jetzt besser. Was 30? 25. Der Aluminium ist besser. Aber ich glaube, meine macht. Ich hätte das generell am besten, was ich von allen Springwaffen aktuell habe, ne? 38, jawohl. Aber dass zwei von euch hier tot rumliegen. Macht es nicht gerade besser. Irgendwas muss euch ja getötet haben. Raider Abschaum. Hi. Wilde Ghule verstecken sich gern im Dunkeln. Das macht Nachtpatrouillen verdammt aufregend. Mal von noch ein? Da ist auch einer. Was? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Da war ein Raider. Wer?
Okay, was soll der Scheiß? Das Jack wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Hm. Du bist doch schon ganz in der Nähe. So. Du warst aber nicht ganz alleine drin, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ganz allein hier warst. War's doch. Legendärer Raider. Es gibt Legendaries von euch. Das ist geil. Ein legendärer Raider. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ehrlich. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Du machst wohl Witze. Achtung, legen wir los. Warte, soll ich mit dir hier vorne kriegen, oder? Okay. Die schießen zumindest nicht auf mich. Erstmal. Okay. Patrone, Spritzgranate will ich nicht. Metallrüstung, linkes Bein. Was haben wir da Schönes? Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Ja, nehme ich mit. Ist das zwar nicht das, was ich unbedingt brauchte, aber. Ich sag mal so, haben ist besser als brauchen, ne? Sprengstoffkiste. Also ich werde die Dings mal bloß entschärfen, aber nichts mitnehmen, weil ich nutze die Sprengstoffe eher weniger, bin ich ehrlich. Wobei, das sind. Ah, das sind bloß zwei. Gewicht. Ich will die Waffe nicht haben. Achso, wäre ich da raufgekommen, hättest du mich abgeschossen oder was? Man kann sagen, was man will. Die Raider sind aber trotz allem echt kreativ, was ihre Waffen angeht. Ich denke mal ehrlich, ne? So, und hier hinten muss ja gleich irgendwo der Eingang sein nach Diamond City. Und genau da wird dann unsere nächste Folge beginnen. Okay, das ist Polizeistation. Das vor allem. Das Polizeistation. Jawohl, Louis. Gutes Deutsch gelernt, du hast bei Yoda.
Das ist ein schönes Bra. Ja. Aber eine komplette brauche ich nicht. Oh. Hast du was Schönes dabei? Naja, ich will dir nichts klauen. Weil das ist jetzt scheinbar in der Zwischenstation. Also nicht Zwischenstation, sondern so ein Ruheort, sag ich mal. Diamond City. Hallo. Ja, damit wären wir in Diamond City angekommen. Beziehungsweise waren wir schon mal hier in der Gegend. Hier ist ein MK1. Ja, ist irgendwo der Eingang? Überall so bewacht. Ach, ich sei gar. Und da ist Piper. Man kennt sie schon aus Fallout 4, ne? Wer sie kennt, weiß, die ist hier. Und was wir hier machen werden in Diamond City, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag. Gehört, dass sich die Raider-Banden in Concord wie blöd bekriegen. Ja. Na, du Robot. Alles klar. Ist das deine Figur? Ist das da ein. Das ist eine Figur, okay. Gut. Ich sage damit danke fürs dabei sein und fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In Diamond City. Gucken, was da Schönes passiert, was da abgeht. Was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Ich sage danke und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.